nächsten Wochenende ist es soweit. Mit dem zweitägigen internationalen Narrentreffen in Willisau steht in unserer Region bereits schon der grösste Fasnachtsanlass des Jahres an. Am 8. und 9. Februar treffen sich im Willisauer Städtli rund 4'000 aktive Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus der Schweiz und Süddeutschland und noch viel mehr Besucherinnen und Besucher. Der Willisauer Bot hat den organisierenden Karnöffelzunft bei der ersten Vorbereitung im Städtli über die Schulter geschaut und hat den OK-Präsident Lukas Peter gefragt, was die Highlights von dem Wochenende sind und warum er sich das Narrentreffen auf keinen Fall gehen darf. Von den Highlights erzählen, dann fängt es eigentlich sicher schon am Samstag am Abend um 5 Uhr an, wo wir den Kindern umzogen, den Kindern einzogen machen in Städtli. Weil wir wollen ja eigentlich Fasnacht starten mit den Jüngsten, mit dem sogenannten Narrensamen. Das gibt irgendeine gute Fasnächtler und das wollen wir pflegen, gerade von Anfang an. Nach dem Einzug in Städtli, wo die Grösse noch nicht bis um 6 Uhr wird, dauern, fangen wir mit den Brauchtumsvorführungen an. Die Brauchtumsvorführungen wird zum Beispiel in Pfullendorf eine Hexenverbrennung durchführen, die ganz speziell ist. Die spielen das mit dem Feuer spielen und machen auch gewisse akrobatische Übungen. Ich bin ganz gespannt, wie das rauskommt. Kisleg wird auch eine Vorführung machen. Dann geht es weiter in die Narrenmesse. Narrenmesse, die wir jetzt einmal am Abend durchführen, nicht am Sonntag, wie es mal an der Städtli-Fasnacht der Fall ist. Ja, und dann die längste Polonaise. Da haben wir einen Rekordsbrecher, den wir vor 10 Jahren aufgestellt haben. Wir wollen hoffen, dass wir hier wirklich eine höhere Zahl werden bringen. Gefordert sind 1555. Ich glaube, das bringen wir hin. Und dann geht es natürlich dann am Sonntag weiter mit dem grossen Umzug, wo wir 4'000 Teilnehmer werden haben. Ich bin schon gefragt worden wegen der Zuschauerzahl. Und das ist immer so eine schwierige Frage. Ich sage, die Worte leiden irgendwie zwischen 10'000 und 20'000 Personen, je nach Wetter. Und da sind wir alle gespannt drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Narrentreffen Willisau ist etwas ganz, ganz Spezielles. Es kann nicht verglichen werden mit einem Umzug in der Region, obwohl die auch sehr, sehr schön sind. Wir führen hier das Brauchtum vorführen. Das Brauchtum wirklich die traditionelle Fasnacht mit Masken, mit schönen Gewändern. Und das muss man einfach sehen. Und am Samstag am Abend, das ist so eine einmalige Stimmung, wo über 2'000 Narren bereits angemeldet sind, die am Samstag oben da sind, verkleidet da sind und wenn die Bevölkerung auch noch mitmacht, dann sind da sofort 5'000 Personen im Städtli. Wir haben ein Städtli-Fasnacht einmal am Abend. Das ist wirklich etwas, was man nicht verpassen darf.